So, willkommen zum dritten Teil. Nun geht es daran, diese Zeichnungsausschnitte auf einem Planlayout anzuordnen, genau in den beiden Maßstäben, die ich dort in den beiden Ausschnitten festgelegt habe. Die Ausschnitte sind fertig, zumindest vorläufig. Ich wechsle jetzt mal hier oben in der Navigatorpalette noch einmal in den sogenannten Organisator der zweispaltigen Darstellung. Wir haben jetzt links die Spalte Ausschnitte, rechts die Spalte Layout. Sollte das nicht so sein, machen Sie es so. Ja, also am Anfang war es ja hier, links Projekte, rechts Ausschnitte. Jetzt möchte ich links die Ausschnitte sehen und rechts die Layouts. Schauen wir mal ganz kurz zu den Layouts. Sie sehen ein paar Master Layouts und Sie sehen ein normales Layout. Hier gehören die Ausschnitte gleich drauf. Die würde man dann von links nach rechts da drauf ziehen. Allerdings ist noch nicht klar, ob das das richtige Planlayout ist. Wir müssen mal ganz kurz darauf klicken, dann sehen wir das A01 Layout, was also immer da ist, wenn Sie eine Datei neu öffnen, basiert auf dem Master A1 Querformat. Das ist ganz gut. Sollte das nicht so sein, können Sie das hier ändern. Einfach draufklicken und eins der Master Layouts auswählen. Zu dem Master Layout selbst, Sie können ruhig doppelt draufklicken und sich die anschauen. Ja, dann wechselt die Darstellung. Sie sehen nicht mehr Ihre Grundrisszeichnung, sondern dieses Planlayout. Das soll also A0-Querformat sein. Sie können sich mit den Einstellungen anzeigen lassen, welche Maße das dann genau sind übrigens. Und so weiter. Ich möchte jetzt alles auf DIN A1-Querformat platzieren. Sie können, wenn Sie möchten, eigene Master-Layouts anlegen. Master-Layouts haben den Vorteil oder können sozusagen Dinge beinhalten, die dann auf jedem Plan zu sehen sind. Also wenn Sie ein Projekt haben mit vielen Plänen, auf denen der gleiche Plankopf drauf ist, dann wäre das zum Beispiel eine Sache für ein Master-Layout. Also der Plankopf ist dann auf jedem Layout drauf, wenn er vorher auf dem Master-Layout angelegt wurde. Genauso können Sie natürlich von GIN abweichende Formate wählen. Das ist ja klar. Das sind jetzt einfach voreingestellte Formate von Graphisoft. Sie können sie jederzeit löschen und durch andere ersetzen. Sie können jetzt hier auf diesen Button klicken und dann ein neues Layout anlegen, ein neues Master-Layout, Entschuldigung. Und auf diesen Master-Layouts basieren dann die normalen Layouts, auf denen Sie Ihre Zeichnung platzieren. Sie können natürlich auch auf dem Master-Layout Zeichnung platzieren, bloß dann sollten Sie wissen, dass diese Zeichnung dann auf jedem normalen Layout erscheint, was auf diesem Master-Layout wiederum basiert. Ja? Das ist wie bei InDesign mit den Musterseiten und ja, bei allen Programmen, die mit Vorlagen arbeiten. PowerPoint macht das ja auch. Genauso ist es hier auch. So, jetzt habe ich hier ein Layout, das basiert also auf dem Master A1 Querformat. Wie gesagt, Sie könnten das dann nochmal ändern. Und das kann man sich auch anzeigen lassen durch Doppelklick. So, da ist es. Jetzt mache ich Folgendes, ich ziehe meine Ausschnitte hier drauf. Den anderen auch. Eben stand dort, dass die Ebenen dafür fehlen. Das war jetzt nicht mehr so, dann müssen Sie festlegen, dass diese Zeichnungsschnipsel, die jetzt hier draufgezogen werden, auf einer Ebene liegen sollen, die es jetzt noch gibt. Das passiert gerne, wenn Sie Ebenen gelöscht haben, dass die Voreinstellungen bei Archicad dann durcheinander geraten. Archicad weiß dann nicht mehr, auf welcher Ebene sowas landen soll. Aber jetzt ist es gut gegangen, weil ich das schon geändert hatte. Sie können jetzt die Zeichnung nochmal einzeln anklicken und auch dort bei den Einstellungen nachsehen. Sie sehen, dass jetzt diese Zeichnung selber, also nicht die Originalzeichnung, sondern nur diese platzierte Zeichnung auf der Archicad-Ebene liegt. Das ist auch ganz gut, denn die kann man immer sehen, die kann man auch nicht ausblenden und das sollte ja bei Zeichnung auf dem Plan auch eigentlich nicht sein. Gut, jetzt habe ich also die beiden Zeichnungen auf dem Layout drauf. Ich schließe den Organisator. Jetzt liegen die da natürlich erstmal so dumm rum. Ich muss die jetzt noch verteilen. Ich kann die genauso wie jedes Zeichnungselement beim Zeichnen auch anklicken und hin und her schieben. Sie können das hier mit genauso machen. Und übrigens können Sie Zeichnungen ganz schön aneinander ausrichten. Sie können einfach auch wie im normalen Zeichnen sich einfangen an bestimmten Punkten. Und dann können Sie sich ausrichten an bestimmten Punkten der anderen Zeichnung. Das ist also alles gar kein Problem. Diese Zeichnung können Sie jetzt platzieren, wie Sie wollen. Und da ein Planlayout erstellen. Ich glaube, das ist Ihnen klar, wie das funktioniert. Natürlich würde hier noch mehr drauf kommen, deswegen sieht es jetzt hier auch so leer aus. Ein entscheidender Punkt ist aber jetzt folgender. Wie sieht es eigentlich aus, wenn sich an der Zeichnung noch mal was ändert? Die Verbindung zwischen Layout und Originalzeichnung ist natürlich nach wie vor vorhanden. Das heißt, ändert sich irgendwas in Ihrer richtigen Zeichnung,
ändert sich es auch auf dem Layout. Wie das Ganze passiert, können Sie nachschauen bei den einzelnen Zeichnungen, bei jeder einzelnen wohlgemerkt. Wenn Sie zum Beispiel die Zeichnung 0EG100 nehmen und klicken auf die Einstellung, dann sehen Sie, dass beim Aktualisierungsmodus manuell ausgewählt ist. Ja, jetzt haben Sie die Wahl, entweder das Ganze manuell oder automatisch machen zu lassen. Die Voreinstellung ist offensichtlich manuell. Der Hintergrund ist, dass bei großen Zeichnungen die automatische Aktualisierung relativ lange dauern kann und Sie wechseln dann in Ihr Layout, nachdem Sie an Ihrem üppigen Grundriss irgendwas geändert haben und dann müssen Sie erstmal warten, bis er das alles aktualisiert hat. Deswegen ist die Voreinstellung manuell, nur darf man es dann natürlich auch nicht vergessen. Ich schalte mal die Aktualisierung für den 1:100 Zeichnungsteil auf automatisch. Die für 1:50 lasse ich mal bei manuell. Und jetzt gehen wir mal zurück in den Ausschnitt 1:50 oder 1:100, das ist egal. Wir haben es ja tatsächlich mit einer Zeichnung zu tun und nicht mit zwei Zeichnungen. Und ich möchte jetzt ganz gerne die rechte Wand ein bisschen verschieben. Oder noch besser, ich füge eine Wand ein. Ich möchte gerne, dass sie auf der Wandaußenebene liegt. Das tut sie auch. Und ich nehme jetzt einfach mal eine normale Wand, also eine Innenwand sozusagen. Und dann hätte ich allerdings gerne nicht die gleiche Dicke wie gerade. Das scheint sie aber auch nicht zu haben. Und ich zeichne jetzt hier. Ach doch, das hat sie doch. Also, jetzt ein Doppelklick. Ich hätte gerne nicht eine mehrschichtige Wand, sondern einfach nur Kalksandstein. Da ist es. Und ich hätte hier auch gerne ein wenig weniger dick. Und wir machen 0,24 und zeichnen da jetzt eine Innenwand rein. Ups, 24 Meter Wanddicke ist deutlich zu viel. So, jetzt zeichne ich hier diese Wand rein. Okay, normale Sache. Man aktualisiert etwas in der Zeichnung. Jetzt gehe ich ins Layout zurück und schauen wir das mal hier an. Jetzt sehen Sie, dass in der 1:100 Darstellung die Wand aktualisiert wurde, in der 1:50 nicht. Das lag daran, dass es hier auf manuell geschaltet war. Wenn Sie die Zeichnung kurz anklicken und mit der rechten Maustaste reinklicken, dann können Sie aktualisieren auswählen. Wie gesagt, das Aktualisieren manuell hat Vorteile, weil Sie natürlich nicht den Rechner dazu bringen, ständig alle möglichen Zeichnungen zu aktualisieren von sich aus, wo Sie dann erstmal zuwarten müssen. Andererseits dürfen Sie aber auch nicht vergessen, in diesem manuellen Modus das dann auch wirklich zu machen. Gut, soviel zum Layouten, ja, Master-Layouts und richtige Layouts. Die Formatbestimmung ist klar, dass die Zeichnungen noch geändert werden können im Originalprojekt, sage ich mal, oder in der Ausschnitt- oder Projektabteilung und dass sie sich auf dem Layout dann auch verändern, hängt davon ab, wie der Aktualisierungsmodus gestaltet ist. Sie können alle Dinge anschauen und steuern. Das Layout hat Einstellungen, wenn Sie das anklicken, das können Sie sich mal in Ruhe anschauen. Die einzelnen Zeichnungen haben Einstellungen, da ist dann das auch mit den Aktualisierungen enthalten. Und natürlich haben die Ausschnitte selbst auch wieder Einstellungen, nicht dass sie da durcheinander geraten. Die hatten wir eben. Also zu jedem Punkt, zu jeder Fassung einer Zeichnung haben Sie bestimmte Einstellungen. Sie haben auch zum Layout Einstellungen und zum Master Layout Einstellungen. Alles verbirgt sich unter diesem Knopf Einstellungen, jeweils was anderes. Das war Teil 3. Ich mache gleich im vierten Teil, dem Schlussteil, weiter mit dem Drucken. Bis gleich.